Damit Feuerwehr und Rettungsdienst schnell an der Einsatzstelle sein können, ist es mitunter erforderlich, dass die Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse bilden. Wir wünschen uns, dass die Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoller, vorausschauender und manchmal mutiger sind. Rücksichtsvoll, bevor die Feuerwehr oder der Rettungsdienst sich nähert, muss schon eine Rettungsgasse gebildet werden. Vorausschauend muss man bedenken, dass man nicht zu dicht auf das davorliegende Verkehrsmittel auffährt, damit man gut rangieren kann. Und mutiger, manchmal ist die Situation, dass eine Ampel in Fahrtrichtung auf Rot zeigt. Wenn aller anderer Verkehr ruht, darf man als Verkehrsteilnehmer auch bei Rot langsam auf die Kreuzung fahren, um Feuerwehr und Rettungsdienst Platz zu machen.